Ich werde unter vier Gesichtspunkten das Thema diskutieren. Der erste Gesichtspunkt ist die lange Zeit vorherrschende, inzwischen altertümliche Auffassung von Nationalismus kurz zu charakterisieren, die noch in allen Lesebüchern, auch an den meisten Universitäten noch vorherrscht, die aber seit den 1980er Jahren radikal in Frage gestellt worden ist durch die neue Nationalismusforschung mit einer grundsätzlich anderen Interpretation. Der zweite Gesichtspunkt ist dann die Genese des Nationalismus in sozusagen einigen klassischen Ländern, England, Amerika, Frankreich und drittens natürlich die deutsche Situation und erst dann an vierter Stelle die aktuelle Problematik, ob man überhaupt von so etwas wie Renaissance und wenn dann wo sprechen kann. Die lange Zeit vorherrschende, etwa seit der Mitte des 19. Jahrhunderts vorherrschende Vorstellung, lässt sich ganz kurz charakterisieren. Die beruhte etwa darauf, dass man annahm, dass nachdem die Völkerwanderung in einen Prozess ruhiger Siedlung übergegangen sei, die damaligen Völkerschaften sozusagen keimartig in sich, das Ganze wird eben sehr oft in einer biologistischen Sprache ausgedrückt, keimartig in sich angelegt hätten, die Entfaltung zur Nation. Dieser Prozess habe sich wie ein Blüteprozess allmählich durchgesetzt, durch das Mittelalter hindurch angehalten. Und dann hätten sich allmählich europäische Nationen entwickelt. Und die hätten dann ihr spezifisches Nationalgefühl, Nationalbewusstsein entwickelt. In der deutschen Sprache ist der Ausdruck Nationalismus lange Zeit pejorativ gewesen. In der internationalen Forschung wird der so unbefangen gebraucht wie Liberalismus oder Konservativismus. Und so gebrauche ich ihn auch. Diese Vorstellung der keimartigen Entwicklung, bis sozusagen die Blütezeit der vollentwickelten Nationalstaaten gekommen war, implizierte, dass diese Nationen sozusagen ein Telos in der Geschichte hatten, ein Ziel, das sie erreichen sollten. Und das war der moderne Nationalstaat. Und dieser Nationalstaat versprach im Inneren das friedliche Zusammenleben der Nationsgenossen. Und manche Kühnen sagten auch der Nationsgenossin. Und versprach nach außen das Zusammenleben, die friedliche Koexistenz liberaler Nationalstaaten, die nicht mehr von dem ewigen Kampf adliger Dynastien angetrieben wurden, sich in ewige Kriege zu verstricken. Nun gibt es sehr spät, viel später als die meisten vermuten, erst so etwas wie eine Nationalismusforschung. Denn die großen Nationalhistoriker des 19. Jahrhunderts, also der bekannteste bei uns ist Treitschke, aber der steht für eine ganze Generation. In Frankreich, England, Amerika gibt es vergleichbare Figuren. Die halten das schon für so selbstverständlich, dass sie das gar nicht sozusagen als ein noch klärungsbedürftiges Problem behandeln. Und die ersten Nationalismusforscher sind Vertreter, wie man seit den 1850er, 60er Jahren sagte, der Völkerpsychologie, die davon ausgehen, wenn das Individuum einen Charakter entwickelt, dann müssen auch die Nationen einen Nationalcharakter entwickeln. Das setzt sich aber unter den Historikern nicht durch und im Grunde genommen beginnt eine sozusagen wissenschaftliche Nationalismusforschung erst nach dem Ersten Weltkrieg, zum guten Teil unter der schockartigen Erfahrung des Zerfalls der großen Vielvölkerreiche, Österreich-Ungarn, das Zarenreich, das Osmanische Reich und in gewisser Hinsicht auch des Deutschen Kaiserreichs, der Entstehung der sogenannten Nachfolgestaaten, in denen man sich überall auf das sogenannte Nationalitätsprinzip berief, das heißt auf das Anrecht auf die Gründung eines eigenen Nationalstaats, ob das nun Polen, Litauen, zeitweilig schon die Ukraine oder andere Länder waren. Dann kommt ein neuer Schub der Beschäftigung nach dem Zweiten Weltkrieg, als sozusagen die Exzesse des Nationalismus im Zweiten Weltkrieg eine ungeahnte Höhe erreicht hatten. Aber im Grunde genommen, so wie ich das an der Schule noch kennengelernt habe und so wie wir an der Universität von unseren Lehrern Nationalismusprobleme geschildert haben, beruhten die alle auf dieser tief verankerten Vorstellung, dass in den europäischen Völkern
die Nation gewissermaßen als eine Art providentielle Eigenschaft angelegt war, die auf Entwicklung drängte und sich dann auch gegen große Widerstände durchgesetzt hat. Das erscheint nun im Licht der neueren Nationalismusforschung seit den frühen 1980er Jahren. Also das Annus Mirabilis ist 1982, da kommt eine Reihe von Büchern heraus, die alte Interpretation radikal in Frage stellen. Und worauf läuft sie hinaus? Sie läuft darauf hinaus, dass man zunächst einmal klären muss, warum Nationalismus entsteht, was für ein Ideensystem das ist, warum setzt es sich durch und indem es sich durchsetzt, schafft es sich die Nationen. Die Nationen sind sozusagen nicht die Voraussetzung für ein entstehendes Nationalbewusstsein, sie sind das Produkt eines sich allmählich entwickelnden Nationalismus. Und einer der besten Nationalismuskenner, Ernst Gellner, ein Prager Kulturwissenschaftler, der nach England emigrieren musste, als die Deutschen einrückten und da sehr berühmt geworden ist, hat das auf die Formel gebracht. Umgekehrt ist es richtig, umgekehrt im Verhältnis zu der alten Lehre, nicht die Nation schafft sich das Nationalbewusstsein, sondern der Nationalismus schafft sich die Nation. Also die zugrunde liegende Denkfigur ist die, es muss ein Ideensystem entstehen, was sozusagen die Nation als Höchstwert behandelt und dann darauf hinarbeitet, indem sie Menschen motiviert, die Nation gewissermaßen auszubauen. Und warum kann das passieren? Die Voraussetzung ist, dass die alten Ordnungssysteme, die die Gesellschaften getragen haben und die Weltbilder, die dazu beigetragen haben, die Welt zu interpretieren und auch sozusagen die Gesellschaften zu integrieren, die müssen in einem Zustand der Erosion sein, des Zerfalls. Und dann entsteht ein starkes Bedürfnis nach einem neuen Halt. Und diesen Halt verspricht nun die Lehre von der Nation. Das heißt, die neue Überlegung war eigentlich ganz simpel, weg von dieser sozusagen biologistischen Reederei von den nationalen Keimen und der Blüte, der Entfaltung und am Ende ist das Ziel des Nationalstaats erreicht, sondern die präzise Frage, warum kommt überhaupt ein solches Ideensystem wie der Nationalismus auf? Wie setzt er sich durch? Und was ist die Voraussetzung dafür, dass er diese immense Tiefen- und Breitenwirkung hat? Ehe ich auf einzelne Länder eingehe, will ich zwei Fragen aufwerfen. Die erste Frage ist die, warum tritt Nationalismus nur in Europa auf? Warum entstehen Nationen nur in Europa? Unter den Historikern ist im Augenblick Globalgeschichte und was wir so transnationale Geschichte nennen, die neue Modeströmung. Und das verschärft die Frage. Denn wohin Sie blicken, auf das chinesische, japanische, koreanische Großreich, nichts von Nation. Es gibt den Unterschied zwischen Fremden, Barbaren und Einheimischen. Die gibt es überall, nicht nur bei den Griechen. Im präkolumbianischen Amerika nicht die Rede, bei Inkas, Azteken, in Afrika ohnehin nicht. Das, die merkwürdige Einengung ist die, dass dieses Phänomen eben nur auftritt in Europa, sich dort entwickelt. Und dann erweist sich die Exportfähigkeit relativ spät, im Grunde genommen erst seit dem 19. Jahrhundert, nach Lateinamerika und dann vor allem nach dem Ersten Weltkrieg in andere Regionen des Globus. Also das ist das erste Rätsel. Da ist die Frage, was sind die spezifischen europäischen Bedingungen? Und die zweite Frage ist die, Jahrtausende lang haben die Menschen, also größere menschliche Herrschaftsverbände, nicht existiert ohne einen bestimmten Loyalitätspol. Und dieser Pol konnte sein der Familienclan, es konnte sein die antike Polis, es konnte sein eine Dynastie oder auch eine oberdeutsche Reichsstadt oder Hansestadt. Die band sozusagen die Loyalität der Menschen an sich und im extremen Grenzfall waren sie auch bereit, dafür zu kämpfen und zu sterben. Und die Frage ist nun, warum tritt ein so fundamentaler Wandel ein nach Jahrtausenden, in denen diese Loyalitätsbindung genügt hat, dass der höchste Wert, der höchste normative Wert auf einmal die Nation gibt, die wird auch gleichzeitig von den Verfechtern des Nationalismus erhoben zu einer Art letzten Sinngebungsinstanz für den Menschen. Und das Ideensystem wird so ausgebaut,
dass das gesamte Schulsystem, das geistige Leben, die Literatur, die Verfassung, alle ausgerichtet werden auf Nation und Nationalstaat. Das ist sehr erklärungsbedürftig und da kann man sich nicht, wie ich das heute empfinden würde, drüber hinwegmogeln, wie die Herren Treitschke und Reusen und Heinrich von Siebel und viele andere, indem man sagt, naja, das ist in den Völkern schon irgendwie angelegt. Das bricht dann eben in der Entfaltungsphase durch. Wenn man sich nur die einzelnen europäischen Länder ansieht, dann gibt es einen Fall, mit dem ich mich aber nicht gut genug auskenne, wo aber jemand, der das tut, vermutlich sagen könnte, das sind Anfänge einer nationalen Bewegung und das ist der sogenannte Freiheitskampf der Niederlande gegen die spanische Universalmonarchie. Also das steht ja nicht nur bei Schiller, sondern auch anderswo, dass diese protestantische Region gegen die Überwältigung durch sozusagen die konfessionell streng gebundene spanische Vormacht Vorstellung von ihrer Eigenart entwickelt, die man im Jargon der Historiker zumindest als proto-nationalistisch bezeichnen würde. Und das wird auch dadurch unterstützt, sein Thema, auf das ich noch öfters kommen werde, dass die Niederländer nicht Lutheraner sind, sondern Calvinisten. Und im Calvinismus spielt die alttestamentarische Vorstellung vom auserwählten Volk, das mit Jahwe seinen Bund geschlossen hat, eine ganz dominierende Rolle. Und was ich mir da so angelesen habe, spricht dafür, dass die Niederländer in einem Religionskrieg sozusagen nationale Argumente auch gebrauchen, um das auserwählte Volk der Niederländer zu verteidigen gegen die spanische Übermacht. Aber da müsste man mal das diskutieren mit jemand, der wirklich etwas von Holland versteht. Aber wo es ganz eindeutig ist, ist dann der nächste Fall. Das ist England. Nun ist England insofern ein Sonderfall, weil es ein Inselreich ist. Und Inselreiche entwickeln aufgrund schon ihrer geografischen Lage und Isolierung frühzeitig sozusagen ein eigenständiges politisches und gesellschaftliches Bewusstsein. Das ist in Japan nicht anders als in England. Und dieses Bewusstsein ist in England sozusagen unmittelbar nach dem Krieg zwischen Holland und Spanien dadurch geschärft worden, dass die Engländer einen unablässigen Kampf gegen die katholische Hegemonialmacht Spanien sich glaubten durchsetzen zu müssen. Und dann kommt eben diese Situation der englischen Revolution in den 1640er Jahren, die wir so die puritanische Revolution nennen, weil im Inneren des Landes eine Reformbewegung gegen das, wie es heißt, korrupte Königtum, was mit den Spaniern paktieren will, antritt. Das sind zum Teil Angehörige der anglikanischen Kirche, also der nur notdürftig reformierten englischen katholischen Kirche. Der Anglikanismus ist ja bis heute sehr eng sozusagen in der Nachbarschaft des Katholizismus. Die Mehrheit sind Calvinisten. Ganz Schottland ist calvinistisch, aber ein Großteil der Puritaner auch. Und die schreiten nun in ihrem Protest zum ersten Mal in Europa so weit, dass der König liquidiert wird. Das ist ein ungeheures Fanal, das Oberhaupt einer regierenden Dynastie zu töten, um die Revolution der Puritaner durchzusetzen. Das sind alles theologisch geschulte, streitbare, überzeugte Täter, die auch auf großen Diskussionen, wo sie zu Tausenden diskutieren, sozusagen ihre Ziele zu bestimmen versuchen. Die berühmteste dieser Debatten sind die Putney Debates, wo etwa 20.000 Puritaner diskutieren. Und dabei sind zwei Dinge wichtig. Zum Ersten sagen sie, und das ist in meinen Augen sozusagen das ideelle Unterfutter der modernen Demokratie und nicht die griechische Philosophie. Sie sagen, wenn die Menschen vor Gott alle gleich sind, was hindert uns daran zu fordern, dass die Menschen schon auf Erden gleich sind? Dieser sozusagen Egalitätsgedanke wird mit Leidenschaft und theologisch sehr klug von diesen Männern diskutiert und gleichzeitig kommt auf dieser Debatte heraus, wir, die calvinistischen Puritaner, sind im Grunde doch das neue auserwählte Volk. Denn wer sich ein bisschen so in der Religionsgeschichte auskennt, der weiß, dass die Calvinisten im Grunde viel stärker auf das Alte Testament ausgerichtet sind als auf das Neue. Sie geben ihren Kindern auch die alttestamentarischen Namen und so weiter. Und die Grundüberzeugung, wir sind ein auserwähltes Volk, das auf dieser Insel das neue Eden errichten soll,
Das ist sozusagen die motorische Triebkraft, die diese Puritaner in den Kampf treibt, und zwar mit einer Leidenschaft, dass die Verteidiger des Königs die großen Kämpfe alle verlieren. Dann kommt die Diktatur eines puritanischen Diktators, Oliver Cromwells, der früh stirbt. Der Sohn versucht, das weiterzumachen, scheitert auch. Das Königtum kehrt zurück. Was passiert jetzt mit diesen radikalen Puritanern, deren Auffassung, ähnlich wie in der Lutherzeit, durch Tausende von Pamphlete und Flugschriften und öffentliche Debatten sozusagen tief in das politische Bewusstsein der Engländer und auch der Schotten eingedrungen ist? Die meisten fliehen. Sie fliehen in das große calvinistische Nachbarland, das ist Holland. Holland läuft aber sehr schnell fort. Und dann fliehen sie in die transatlantischen Kolonien, die gerade entstanden sind, jenseits des Atlantiks. Sodass also die Mayflower, das ist sozusagen der Vorläufer, aber danach kommt ein Schiff nach dem anderen mit Puritanern. Und die bringen nun sozusagen ihren Gedankenhaushalt mit nach Amerika, dass sie das auswandernde, vertriebene, auserwählte Volk in Amerika einen neuen Garten von Eden, wie es immer heißt, die leuchtende Stadt auf dem Berg, das ist die Metapher für Jerusalem, errichten wollen. Und dass sie dort sozusagen der Menschheit als Vorbild dienen wollen und gleichzeitig, wenn sie sich etabliert haben, das taucht schon in den 1640er, 50er Jahren mit den ersten Einwanderern auf, eine missionarische Aufgabe gegenüber der ganzen Welt besitzen, dass sie nach amerikanisch-puritanischem Vorbild gewissermaßen reformiert wird. Das ist eine Art ideelles Großklima, das sich über dem Lande ausbreitet. Und aus den Neuengland-Staaten, wo die Puritaner zuerst siedeln, kommen sozusagen die Intellektuellen des Landes. Fast alle großen Schriftsteller, die großen Journalisten, auf den Universitäten sozusagen die ersten Lehrer. Und dann kommt ein sozusagen simpler sozialgeschichtlicher Vorgang. In allen Wild-West-Filmen gibt es irgendwie die redliche Lehrerin, die in einem Städtchen eher geballert wird, die Kinder unterrichtet. Und das sind immer Neuengländerinnen. Immer, denn der amerikanische Lehrerberuf ist ganz früh feminisiert, schon um die Mitte des Jahrhunderts zu 90%. Und dann total, wenn Sie in Amerika Kinder in die Schule geben, lernen die eigentlich nie Männer als Lehrer kennen. Das wird jetzt auf dem College anders. Und diese Mädchen bringen aus ihrem elterlichen Haushalt mit die Überzeugungen, die sozusagen das puritanische Erbe sind. Und man konnte, ich war so drei Wochen, ehe der letzte Krieg im Irak begann, von Freiburg eingeladen und habe da geredet und habe das prophezeit, dass wenn der Schlacht käme, wir alle erleben würden, wie der jüngere Bush in der Sprache der Puritaner die amerikanische Weltmission, die Aufgabe, die Demokratie auszubreiten, aussprechen würde. Und zwar in derselben Sprache, die die großen Theologen der Puritaner im 17. Jahrhundert schon gebraucht haben, weil das eine ungemein wirkungsmächtige ideelle Welt ist, in der sich die Mehrheit der Amerikaner bis heute bewegt. Da haben wir also den Fall, dass sozusagen Nationalismus durch eine radikalisierte Truppe von Puritanern nach Amerika exportiert wird und sich doch durchsetzt. Gut, ein paar Jahre nachdem die Vereinigten Staaten als selbstständiger Staat anerkannt worden sind, 1786, bricht Frankreich zusammen, weil Frankreich sich bei der Unterstützung des Kampfes der Kolonien gegen England finanziell völlig verausgabt hatte und nicht imstande war, den Staatshaushalt zu reformieren. Als dann große Probleme auftaten, kommt die Französische Revolution. Da entfällt nun mein Argument, muss ich sagen, das wäre schön, wenn ich das gebrauchen könnte, von den Calvinisten, denn die haben die Franzosen gerade abgeschlachtet und vorher außer Landes getrieben. Die meisten gehen auch wieder nach Holland. Tausende werden aber auch von Preußen geholt. Sie wissen die große Hugenottenansammlung in Berlin. Also meine Vorfahren sind auch damals getürmt und sind dann im damals holländischen Siegerland schließlich zur Ruhe gekommen. Aber man kann also nicht mehr argumentieren, dass es dieses
Grundprinzip ist, aber es hat sich in der Zeit der erfolgreichen französischen Monarchie herausgebildet, die Vorstellung, dass die französische Kulturnation allen anderen überlegen sei. Und das wird nun von den Revolutionären sozusagen neu aufgeladen, dass man mit der Botschaft der Revolution und den institutionellen Veränderungen, die Napoleon, der zwar Kaiser wird, aber doch sozusagen die Revolution verteidigt und bewahrt, übernommen wird. Und so treten eigentlich die französischen Expansionsheere mit der Überzeugung an, dass sie eine überlegene Staatsform, die französische Republik auf der Grundlage der Demokratie zu exportieren haben, das revolutionäre Recht durchzusetzen haben. Und der Code Napoleon inkorporiert viele, viele Errungenschaften der Revolution. Und so entsteht nun für die Kontinentaleuropäer östlich des Rheins eine eigentümliche Situation. Sie leben in einem Staatensystem, in dem ein unerbittlicher Kampf herrscht, sich zu behaupten, zu expandieren oder, wenn das nicht gelingt, unterzugehen. Also man sagt so, in den 14, 19 Jahren entsteht das Staatensystem allmählich. Da gibt es 450 Herrschaftseinheiten in Europa, von großen Staaten, autonomen Städten bis runter zu kleinen Reichsrittern und Abteien, die aber in unserer Sprache souverän sind. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs gibt es noch 24. Alle anderen sind sozusagen zerstört, von den Großen aufgefressen worden. Die große polnische Adelsrepublik, das Venezianische Reich, alles verschlungen von den überlegenen Nachbarn. Und in diesem mörderischen Wettbewerb sehen nun die Europäer, dass Länder, die sie ohnehin aufgrund ihrer ökonomischen und politischen Leistungsfähigkeit für Pionierländer halten, die sozusagen an der Spitze der Entwicklung sind, durch die Nationalisierung noch einmal an Energie und sozusagen Expansionskraft gewinnen, nämlich England, das sich langsam hochschiebt, sozusagen zur eigentlichen auch Weltwirtschaftsmacht, und dann Frankreich. Und es ist dieses System, was man vor Augen haben muss, eines ständigen Wettbewerbs und das Schielen auf den, der an der Spitze sozusagen als Spitzenreiter das Tempo setzt, der noch einmal die Organisation als Nation und die Beschwörung nationaler Aufgaben besonders attraktiv macht. Und das ist nun auch in Deutschland der Fall. Deutschland gibt es noch nicht. Es gibt die Faustregel, ist 1789 im Jahr des Revolutionsausbruchs in Frankreich. Gibt es auf dem Boden des deutschsprachigen Mitteleuropa auch ungefähr 1789 Herrschaftseinheiten. Große Staaten wie Preußen, Bayern und so weiter. Aber eben auch die Winzlinge, die Zwergritter, die sozusagen ihre Grenze vom Turm der Burg sehen können. Und dieser bunte Flickenteppich an Herrschaftsverbänden erlebt keine Revolution, das kann man begrüßen oder beklagen, aber er erlebt keine Revolution, wohl aber eine Serie von außerordentlich tiefgreifenden, jetzt in unserer Sprache von heute, von Modernisierungskrisen, die sich zu überlappen beginnen. Die wirtschaftlichen Verhältnisse ändern sich. Es kommt allmählich der Übergang von einer kleingewerblichen, handwerklichen Produktion zu großen Manufakturen. Die großen Verlage, wie man sagt, also da ist ein zentraler Unternehmer, der gibt draußen an Arbeiter im Lande, vor allem Textilarbeiter, die Aufträge raus. Die haben schon 32.000, 33.000 Mitarbeiter, wie wir heute sagen würden. In der Landwirtschaft setzt sich namentlich in Ostelbien ein kommerzialisierter Großbetrieb durch, der imstande ist, den gesamten englischen Getreidebedarf seit dem 16. Jahrhundert zu decken. Und das ist etwas anderes als sozusagen die Subsistenzwirtschaft, die man bisher in der bäuerlichen Welt gewöhnt war. Dann kommt eine radikale, bürgerlich aufgeklärte Kritik an der Adelswelt und an der Vorstellung, dass das naturgegeben oder eine göttliche Ordnung sei, dass Adlige immer regieren. Warum nicht sozusagen gewählte Vertreter, wie in den Städten, wo die Räte das ja sehr erfolgreich getan hatten? Es kommt in den großen Religionen zum Beispiel der theologische Rationalismus bei den Protestanten, der alte Dogmen in Frage stellt. Man kann das sozusagen durchdeklinieren. Und das sind eine Reihe von sozusagen Kräften in Bewegung, die die alte Ordnung auch unterminieren, auch das religiöse Weltbild, was integriert hat, in Frage stellen.
Und in diese Gärungszeit marschiert nun Napoleon mit den französischen Heeren hinein, als er die Revolution nach Osten exportiert und stülpt um, wo immer er hinkommt, die gesamten Rechtsverhältnisse. Das französische Recht wird also, das kann man sozusagen am deutlichsten seit 1795 im Rheinland verfolgen, eingeführt, durchgesetzt, geistliche Staaten, die es gab, seit dem 10. Jahrhundert, dass also die Erzbischöfe gleichzeitig auch die Landesherren waren, werden säkularisiert, heißt das, verweltlicht. Eine ungeheure Umwälzung, weil die Menschen diese Ordnung seit über 900 Jahren gewöhnt waren. Und nun wird dieses Umstülpen in einer ganz kurzen Zeit, man muss sich klar machen, zwischen 1795, als die Rheinlande sozusagen französisch werden, und der preußische Niederlage bei Jena und Auerstedt, da sind gerade mal ein Dutzend Jahre. Da ist ein fantastischer Umbruch und da reagieren die deutschen Intellektuellen genau wie in den schon zur Nation werdenden Ländern England, Frankreich, die Vereinigten Staaten außerordentlich aufmerksam. Also ich habe mal festgestellt, dass auf die amerikanische Revolution die Deutschen reagiert haben mit 6000 Büchern und Flugschriften und zwar zu 80% positiv. Das ist das absolut Verblüffende, mit welcher Sympathie die, wie Sie sagen, den Freiheitskampf der Kolonien gegen England verfolgen. Und zwar nicht nur in Göttingen, was damals Hannover ist, noch englisch. Und da gibt es so etwas schon wie Meinungsfreiheit, sondern in sehr vielen deutschen Städten, wo es Druckereien und Verlage gibt, wird unentwegt publiziert. Und vor allem wissen Sie genau Bescheid, was da abgelaufen ist und zu welchem Ergebnis das geführt hat. Und dieselbe Explosion an Teilnahme kann man dann beobachten, seitdem die Französische Revolution ausbricht. Die jungen Intellektuellen, sagen wir mal, die jungen Herren des Tübinger Stifts, die Herren Schlegel und Hölderlin und wer da alles ist, die sind leidenschaftlich pro-französisch, bis der jakobinische Terror sie so erschreckt, dass sie sozusagen eine konservative Position einnehmen. Aber jedenfalls ist das sozusagen das Dauerthema einer deutschen Öffentlichkeit, die noch nicht so groß ist wie im 19., 20. Jahrhundert, aber doch sozusagen von größeren bildungsbürgerlichen Kreisen vor allem getragen wird. Und nun haben wir ein Phänomen, das gibt es in den anderen Ländern auch. Am Anfang der Entwicklung eines solchen nationalen Ideensystems gibt es immer einen intellektuellen Nationalismus. Es ist immer eine schmale Elite, die sich diese Ideen zu eigen macht. Das sind zunächst mal die hochkarätigen Puritanen in England, dann sind es die puritanischen Theologen in Amerika, dann sind es die Aufklärungsphilosophen in Frankreich. Und diese sozusagen kleine Gemeinde des neuen nationalen Glaubens, die finden Sie auch in den deutschen Ländern. Und die kennen Sie alle. Die müssen Sie sozusagen nur unter dem Gesichtspunkt nochmal einsortieren. Das sind Schleiermacher, der bedeutendste protestantische Theologe des 19. Jahrhunderts. Friedrich von Schiller, leidenschaftlicher Nationalist. Die Deutschen sind die neuen Griechen. Überhaupt sagen diese Männer gerne, dass die Deutschen die neuen Griechen seien. Die Griechen haben auch eine sozusagen überwältigende Kultur, aber sie leben in politischer Zersplitterung. Und während der Neuhumanismus in den anderen Ländern dazu führt, dass die Engländer und Amerikaner sich nach dem römischen Vorbild und Imperium der römischen Architektur ausrichten, ist Deutschland der Sonderfall, wo man sich nach der griechischen Geschichte ausrichtet. Dann ist es Humboldt mit seinem Bruder. Dann ist es Heinrich von Kleist. Schlagt sie tot, das Weltgericht, fragt euch nach den Gründen nicht. Also da können Sie sozusagen ein Häuflein von Intellektuellen, die sind entweder Professoren an den Universitäten, viele Theologen, freie Schriftsteller, Journalisten, Gymnasiallehrer, das, was wir dann später Studienräte nennen, und dazu gehören dann an den Universitäten einige der älteren Studenten, die schon mitgerissen werden, einige der älteren Gymnasialschüler. Und in den deutschen Lehrbüchern steht dann, das ist die deutsche nationale Bewegung. Es ist aber eine sehr, sehr schmale Bewegung. Ich habe das mal zu quantifizieren versucht. Und wenn man sehr wohlwollend ist, kommt man vielleicht auf 1000, die damals der Meinung sind, also sagen wir mal
1800 bis 1815, dass man diesen deutschen bunten Flickenteppich umorganisieren muss, wie Frankreich und England und Amerika, in eine einheitliche Nation mit einer Hochsprache. Das kann natürlich nur die luthersche Hochsprache sein. Und in einem Nationalstaat, das heißt nach der Auflösung aller Territorialstaaten, autonomen Städte und anderen Herrschaftsgebiete in Deutschland. Diese Männer sind nun aber, wie das bei dem intellektuellen Nationalismus gewünscht der Fall ist, außerordentlich wortgewaltig. Also wenn man so liest, wie der Wilhelm von Humboldt in einem wunderschönen Deutsch sagte, wie kann man anders denken als Deutsche und sich immer die deutsche Einheit wünschen und so. Und wie dann Kleist entsprechend schreibt und Schiller. Da kann man schon verstehen, dass die Studenten und die Schüler diese Männer bewundert haben und sich diese Ideen zu eigen gemacht haben. Für die Gegenseite, für die Konservativen, also für alle, die um den österreichischen Staatskanzler Metternich stehen und seine Berater, ist das eine Clique, die die überlieferte Ordnung radikal in Frage stellt. Denn die Konsequenz ist natürlich, die Adelswelt stürzen, die Dynastien stürzen und irgendeine unheimliche nationale Einheit schaffen, wobei man gar nicht weiß, wer die dann anführen wird, und sie schlagen zurück. Auf dem Wiener Kongress, der nach den Napoleonischen Kriegen oder nach den Revolutionskriegen, 25 Jahre lang haben sie gedauert, Frieden zu schaffen versucht, gibt es eine kleine, wir würden sagen, Pressure Group, die arbeitet für den Nationalstaat, deren Sprecher ist eigentlich Wilhelm von Humboldt. Aber die resignieren sehr schnell, weil sozusagen nach der Zusammensetzung dieser Konferenz ganz klar ist, dass man gegen die konservativen Staatsmänner und ihre Berater nicht ankommt. Kaum ist dann als Folge dieses Kongresses ein neues politisches System in Mitteleuropa geschaffen, was der Deutsche Bund heißt, wo knapp 40 überlebende Staaten, die diese napoleonische Expansionspolitik überlebt haben, zusammengefasst sind. Da schlagen sozusagen die Konservativen zu und formalisieren ihre Abwehr der Nationsideen in den sogenannten Karlsbader Beschlüssen 1818 und dann setzt eine strenge Verfolgung ein. Wer erwischt wird, 7 Jahre Festung, 5 Jahre Festung, viele emigrieren, sein großer Exodus damals sozusagen aus dem intellektuellen Milieu, überall wo österreichische, preußische Häscher auftauchten, versucht man in ein anderes deutschsprachiges Land zu kommen. Und deshalb wird die frühe Nationalbewegung, die kleine, die sozusagen ungeheuer dramatisiert wird von ihren Gegnern, obwohl der Instinkt richtig war, darin einen prinzipiellen Gegner zu sehen, die geht sozusagen in den Untergrund. Und das interessante Phänomen ist, dass sie nicht lange im Untergrund bleibt. Es bleibt ja für, das sind überwiegend Männer, muss ich sagen, für diese Männer bestehen, das Vorbild der anderen Nationalstaaten, und die werden immer mehr. Es ist nicht mehr nur England und Holland, England und Frankreich, sondern ist jetzt auch Holland. Die Schweiz wird, obwohl sie multinational ist, zunehmend so verstanden. Und man sieht, wie man glaubt, sozusagen die Vorzüge, die Energien, die der Nationalstaat da entfesselt hat. Und dann kommen eine Reihe von Beschleunigungseffekten aufgrund von, ich will mal sagen, Stellvertreterkriegen. Die Griechen begehren auf gegen die Türken. In Deutschland schießen Hunderte von pro-griechischen Vereinen aus dem Boden, um die Griechen zu unterstützen. Und wenn Sie die Diskussionen lesen, dann sagen die, die kämpfen für die gute Sache, für ihren Nationalstaat. Was kommt dann im Nebensatz, auf uns vielleicht ja auch noch zukommt? Und sie sammeln Geld, schicken auch Freiwillige. Kaum ist das vorbei, die Griechen setzen sich durch, kommt der Aufstand der Polen gegen die Russen 1830. Da kommen Hunderte von pro-polnischen Vereinen und wieder dasselbe Argument. Das ist ja eigentlich ein Stellvertreterkrieg für die gute Sache der Nation und man muss helfen. Und so kommt sozusagen eine Beschleunigung nach der anderen, die auch in der öffentlichen Meinung das nationale Thema wachhält. 1840 kommt eigentlich eine sehr merkwürdige Situation. Da scheitern die Franzosen mit einem Manöver im Nahen Osten und verlangen als Kompensation das linke Rheinufer.
Also das ist schon ein ziemlich abstruses politisches Manöver. Aber die Reaktion ist das Interessante, nämlich zum ersten Mal ein nationaler Massenprotest in allen deutschen Staaten. Nicht nur in Hessen und im preußischen Rheinland, sondern das ist in Mecklenburg ganz genauso und im preußischen Schlesien. Und da entsteht das Lied, sie sollen ihn nicht haben, den deutschen Rhein. Und Frau Hoffmann von Fallersleben dichtet das Deutschlandlied unter dem Eindruck dieser Rheinkrise. Und da merkt man auf einmal, 20 Jahre nachdem Metternich glaubte, er hätte diese Bewegung unterdrückt, ist sie in den Köpfen von Hunderttausenden da. Und wird dann auch noch verschärft durch einen unseligen Streit um Schleswig-Holstein, deutschsprachige Herzogtümer, die aufgrund der merkwürdigen Rechtskonstruktionen, die es damals noch gab, auch zur dänischen Monarchie gehörten. Und, die werden sozusagen durch eine zentralistische Regelung immer strenger einverleibt in die dänische Monarchie, protestieren. Die wortreichen Professoren der Kieler Universität unterstützen die Ritterschaft und auf einmal wird aus einem Streit um die Verfassung, eine altertümliche Verfassung der beiden Herzogtümer, eine nationale Aufgabe. Und das spitzt sich so zu, dass die 48er Revolution in Deutschland beginnt mit einem Krieg gegen Dänemark um die deutschen Herzogtümer Schleswig-Holsteins rennen. Und das ist schon ein klassischer nationaler Konflikt. Dann ist das Zweite, außer diesen Krisen, die sozusagen den Nationalismus wieder wecken und wachhalten, dass er sich gesellschaftlich organisiert. Er organisiert sich zum Beispiel in den Turnvereinen. Der Turnvater Jahn, so ein etwas abstruser, teutonischer Rauschebart, der aber sehr erfolgreich ist als Vereinsgründer. Schließlich hat er so 14.000, 15.000 Turner und die verstehen sich als Speerspitze der nationalen Bewegung. Sie werden verboten. 10 Jahre später schießen die Vereine wieder überall aus dem Boden und dann riskieren es die deutsche Regierung auch nicht mehr, sie zu verbieten. Dann organisiert er sich, das werden Sie vielleicht als etwas abstrus empfinden, in den Männergesangsvereinen. Das sind in kurzer Zeit 100.000 Männer und die singen überwiegend nationale Lieder. Kein Abend ohne Hoffmann von Fallerslebens Deutschlandslied, ohne die großen Rheinlieder. Und sie können eben nicht ungestraft ständig nationale Lieder singen, ohne dass ihre Mentalität davon auch irgendwie beeinflusst wird. Die Burschenschaften werden früh gegründet und weil sie sozusagen für die Konservativen besonders bedrohlich sind, weil sie ja die künftige Funktionselite sind, die sozusagen als Akademiker in die Beamten, Pastorenstellen und so weiter einrücken und ein größeres Publikum erreichen, werden sie hart verboten. Aber es ist ähnlich mit den Turnvereinen, seit den 30er Jahren riskieren sie die Neugründung. Und sogar eine radikale Variante, die sich damals der Progress nennt, also der Fortschritt unter den Studenten. Und die beschließen schon sozusagen bis auf die letzte Abstimmung das Eintreten für einen gesamtdeutschen Staat. Das ist nur die andere Formulierung für einen Nationalstaat. Dann sagen die Warner, wenn wir das verabschieden, dann haben wir die Polizei im Haus. Also wir wissen alle, was wir wollen, aber wir werden es sozusagen nicht formell abschließen. Und in diesen frühen Burschenschaften finden Sie nun, das fand ich interessant, fast die gesamte politische Elite der 48er Revolution. Also Sie können die 680 Männer, die in der Frankfurter Nationalversammlung ständig debattieren, in der Berliner Nationalversammlung, die kennen sich fast alle aus Burschenschaften. Wenn sie sich nicht aus Burschenschaften kennen, dann kennen sie sich vom Jurastudium in Königsberg oder Halle oder anderswoher. Das heißt, das sind sozusagen Netzwerke, die schon seit Jahren bestanden haben. Deshalb schaffen die auch in relativ kurzer Zeit ein großes Arbeitspensum wie die beiden Verfassungen. Also so organisieren sich ganz unterschiedliche Teile, junge Studenten, junge Männer. Und es kommt hinzu, dass sozusagen die intellektuellen Wortführer sich auch organisieren. Zum Beispiel im Verein der Naturforscher und Ärzte. Das ist ein riesiger Verein und der trifft sich jedes Jahr in einer anderen Residenzstadt, um an die deutsche Einheit zu erinnern. Es werden gegründet die sogenannten Germanistenvereine. Das sind alle diejenigen, die sich wissenschaftlich mit deutscher Sprache, Literatur, Geschichte beschäftigen. Die Romanisten, die sich mit römischem Recht beschäftigen, werden sozusagen als Feinde ausgeschlossen. Und die tagen auch jedes Jahr
und beschwören sozusagen die nationalkulturelle Einheit. Also wenn man genauer hinsieht, gibt es in den 30er, 40er Jahren überall solche organisierten Kerne einer Nationalbewegung und es fehlt sozusagen das große dramatische Ereignis, dass diese Ströme zusammenfließen. Und das Ereignis ist dann die 48er Revolution, die zuerst einmal soziale Forderungen stellt nach einer schlimmen Krise in den deutschen Staaten des Vormärz. Aber in der zweiten Phase kommt sofort der Ruf nach der nationalen Einheit. Es ist genau die Parallele zur DDR-Revolution im Wendejahr. Erst die sozialen Forderungen, nach 4 Wochen der Ruf, wir sind ein Volk. Das ist eine genaue Parallele zur 48er-Revolution. Und nun entstehen sofort 2 Lager. Die kennen Sie alle. Die Großdeutschen sagen, das geht nicht ohne die Österreicher. Wir leben seit 1000 Jahren mit diesen Untertanen der Habsburger zusammen. Die sprechen unsere Sprache. Natürlich ist ein Deutscher aus Prag oder Graz ein Deutscher, der muss in diesen Nationalstaat. Die Kleindeutschen sagen, das geht nicht. Österreich ist ein multinationaler Staat. Dem muten wir dann zu zerfallen, denn wir wollen ja nicht die Ungarn und die Tschechen und die Kroaten haben, sondern nur die deutschen Kerngebiete. Also wollen wir schon lieber gleich einen Kleindeutschen, das heißt noch deutsch-protestantisch-preußischen Staat haben. Das ist ein ewiger Streit in den Wochen, als die Nationalversammlung noch diskussionsfähig ist. Dann setzen sich aber in der Tat die Kleindeutschen durch, machen dem preußischen König das Angebot, das Oberhaupt zu werden, der lehnt ab. Er lehnt ab aus dem nüchternen, ich glaube, machttechnischen Kalkül, dass er zu dem Zeitpunkt, als er gefragt wurde, schon wusste, die Konservativen haben das Übergewicht erhalten, jetzt kommt es auf die militärische Kraftprobe an und die werden wir gewinnen. Das passiert auch 2 Wochen später und dann ist der Plan gescheitert. Und dann haben wir eine genaue Wiederholung der Situation nach 1815, nämlich eine ganz, ganz scharfe Repressionswelle. Auch wieder jahrelang Gefängnis, Zuchthaus, Tausende gehen ins Exil in die Vereinigten Staaten. Da firmieren die als die 48ers, als die 48er. Das sind zum Teil also ein ungeheurer Aderlass. Karl Schurz wird dann drüben Innenminister. Die großen Helden der Revolution wären die großen Generäle des Bürgerkriegs. Friedrich Kapp, der Vater des Kapp-Putschers, wird einer der reichsten New Yorker Anwälte, Chef des Einwanderungswesens. Die sind also in ganz kurzer Zeit sozusagen an der Spitze. Und viele von ihnen kommen, als das Heimweh sie nicht ruhen lässt, in den späten 60er Jahren zurück. Aber zunächst einmal sind sie draußen. Und die damaligen Konservativen haben das Gefühl, wenn wir das ein bisschen härter betreiben als Metternich, dann kriegen wir das nochmal gebändigt. Und das geht nicht. Es geht nicht, weil sozusagen ringsum in der europäischen Staatenwelt Nationalstaaten sich durchsetzen. Es geht auch nicht, weil auf einmal in unmittelbarer Nähe aus der italienischen Staatenwelt, die ja fast so bunt ist wie die deutsche, ein italienischer Nationalstaat wird. Und dieses Vorbild sozusagen in Steinwurfnähe führt dazu, dass ein deutscher Nationalverein entsteht nach dem Vorbild des italienischen Nationalvereins, der in den Führungsgremien mit allen anderen großen Vereinen vernetzt wird. Wenn man sich das genau ansieht, kommt man auf genau 80 Männer, die dirigieren den Freihändlerkongress, die dirigieren den Industrie- und Handelstag, die dirigieren den deutschen Nationalverein, die haben zusammen studiert und die setzen alle auf die nationale Karte. Die Konservativen mauern so lange, wie es geht, aber ein Hochkonservativer, der allerdings ungewöhnlich klug war, nämlich Bismarck, sagt schon 1958 zu einem seiner großen Kontrahenten, mit dem er während der Revolution immer zusammengestoßen war, dem Viktor von Unruh, der inzwischen ein reicher Eisenbahnunternehmer geworden war. Mein lieber von Unruh, mir ist klar, dass man preußische Machtpolitik nur noch mit Hilfe der Nationalbewegung betreiben kann. Und das sagt er 1958. Wohlweislich in einem Privatgespräch, sonst hätten ihn die anderen Hochkonservativen sozusagen symbolisch geköpft. Und dieser Mann ist 4 Jahre später preußischer Ministerpräsident und betreibt nun preußische Machtpolitik, aber sehr souverän bezieht er sozusagen die Nationalbewegung mit ein, sodass die glaubt, Bismarck sei im Grunde der Exekutor ihrer Ziele. Er führt Krieg gegen Dänemark, dadurch gewinnt er alle Freunde der Schleswig-Holstein-Bewegung.
die vor wenigen Jahren sich so geregt hatte. Es gelingt ihm, Österreich zu schlagen, dann entsteht der noch Deutsche Bund unter preußischer Vorherrschaft und dann gelingt ihm im Kampf um die französische, um die europäische Hegemonie, der Sieg über Frankreich. Und das haben dann die Historiker bis in die Lehrbücher unserer Zeit sozusagen als eine preußisch-bismarckische Siegesgeschichte, die mit relativer Eindeutigkeit einer großen Tendenz der Zeit gefolgt sei, den deutschen Nationalstaat zu gründen. In Wirklichkeit steht das manchmal ganz auf der Kippe. Also Sie wissen alle, 66 der Kampf gegen Österreich, wo die Kritiker sagen, das ist ein Bürgerkrieg unter Deutschen. Der läuft auf die Schlacht bei Königgrätz hinaus. Moltke hat das pinnig genau zum ersten Mal geplant mit der Benutzung der Eisenbahn. Zwei von drei Heeresgruppen treffen pünktlich ein. Es stellt sich heraus, die österreichische Artillerie und das österreichische Zündnadelgewehr sind besser als die preußischen. Große Überraschung. Auf dem Feldherrnhügel sagt der Adjutant zu Bismarck, Majestät, wenn wir jetzt verlieren, dann sind Sie in Berlin ein geschasster Mann. Und Bismarck sagt so mit dieser melodramatischen Stimme, ja, ja, ich weiß, ich komme dann an den Galgen. Und dann kommt am späten Nachmittag die dritte Heeresgruppe unter dem Kronprinzen Friedrich, die Weichenstellungsprobleme gehabt hat, sozusagen noch vor Einbruch der Dunkelheit an. Der österreichische Oberstkommandierende Benedikt erschrickt, sagt, kann ich mir gewinnen, tritt den Rückzug an. Dadurch ist die Schlacht verloren. Wäre der zwei Stunden später angekommen in der Dunkelheit, hätten die Preußen nicht mehr angreifen können. Wahrscheinlich wäre die Schlacht zugunsten der Österreicher abgebrochen worden. Und das hätte bedeutet, Österreich hätte Mitteleuropa organisiert, nach seinen Interessen, nicht nach preußisch-protestantischen Norddeutschen. Und hätte ganz bestimmt nicht organisiert einen kleinen deutschen Nationalstaat, denn kein österreichischer Politiker war bereit, auf das sozusagen multinationale, riesige Herrschaftsgefüge des Habsburgerreiches zu verzichten. Und da sieht man, wie sozusagen eine Stunde lang das wirklich abhängt von dem Schlachtenglück. Trifft die dritte Heeresgruppe noch ein? Können wir es noch packen? Trifft sie nicht? Müssen wir uns absetzen und die große Konfrontation ist verloren gegangen. So wirkt es sozusagen, als ob die Schlachtgötter auf der Seite Preußens gewesen seien, als dann noch der Sieg gegen Frankreich gelingt. Wird ein neuer Bundesstaat gegründet, denn Bismarck ist ja pragmatisch sehr klug und denkt nicht an einen preußischen Einheitsstaat zu gründen, sondern bezieht alle bestehenden Staaten mit ein, lässt sie in einen Bundesrat, den wir noch immer haben, ihre Vertreter entsenden. Und in meinen Augen beginnt jetzt erst die Formierung einer kleindeutschen Nation. Die älteren Historiker haben ja geglaubt, das nennen wir die sogenannte borussische Legende, dass es die historische Mission Preußens gewesen sei, den Deutschen den Nationalstaat zu schenken. In Wirklichkeit ist das ganz offen bis hin zu Königgrätz. Es gibt sozusagen Vorläuferbewegungen, zum Beispiel, wenn Sie auf die Buchhandlung gucken, sozusagen als intellektuelle Zentren, gibt es im Kleindeutschen Reich dann etwa 810, in Österreich 7. Und die unterliegen der Zensur. Es gibt ein Eisenbahnsystem, wenn Sie sich das aufzeichnen, so 1867, 68, da haben Sie das Verkehrsgerippe des Kleindeutschen Reiches und haben zwei große Linien in Österreich. Wenn Sie die großen Industriereviere einzeichnen, Ruhrgebiet, Rhein-Main und so weiter, haben Sie sozusagen die Industriereviere des Kaiserreichs. Es gibt sozusagen anonyme Kräfte, die schieben gewissermaßen hin zu dieser kleindeutschen Lösung. Aber es hängt vom Kriegs- und Schlachtenglück ab, zuletzt eben in Frankreich, 70, 71. Und als sie Preußen und gewinnen, da interpretiert das die Nationalbewegung als ihren Erfolg. Und nun setzt aber, weil jeder weiß, dass ein ostpreußischer Bauer den bayerischen Bauer nicht versteht und ein hanseatischer Schauermann einen schwäbischen Intellektuellen nicht von ferne, wahrscheinlich bis heute nicht. Also setzt ein großes Programm ein, was wir so nennen, ein Sozialisationsprozess. Die Schulbücher werden umgeschrieben, alle Gymnasialbücher werden umgeschrieben. An den Universitäten, wie Jakob Burckhardt, der große Historiker in Basel, sagt, wird die deutsche Geschichte schwarz-weiß-rot in Siegesfarben angestrichen. Und Treitschke ist sozusagen der Exponent dieser Strömung. Im Militär der vaterländische Unterricht wird sozusagen nationalisiert. Die Kriegervereine, zu denen dann allmählich Hunderttausende gehören, pflegen sozusagen die nationale Erinnerung an die erfolgreichen Kriege. Die Publizistik verändert sich.
Am Anfang, als ich die Reichstagsprotokolle gelesen habe, da sagen die Reichstagsabgeordneten noch in den großen Debatten, also in den 70er Jahren arbeitet der Reichstag wie verrückt. Also Bismarck sagt, er hätte mal wieder 200 Gesetze in einem Monat unterschrieben. Das sind Gesetze, die gelten zum Teil bis heute. Glänzend formuliert, die arbeiten Tag und Nacht. Und da sagen die Abgeordneten, wenn so ein Gesetz zur Debatte steht, Lippe Detmold, meine Nation. Waldeck, Hessen, meine Nation. Der Nationsbegriff, der vagabundiert noch. Der ist nicht gebunden an die Deutschen. Der ist sozusagen an die kleinen Einzelherrschaftsgebiete gebunden. 1890, als das Reich 20 Jahre besteht, etabliert ist, im Staatensystem akzeptiert ist, als sozusagen die Sozialisation in den Schulen, in den studentischen Verbindungen, in der Öffentlichkeit und so weiter sich durchgesetzt hat, da sagt das keiner mehr. Wenn dann der Nationsbegriff, und der wird oft gebraucht, genannt wird, ist es immer die reichsdeutsche Nation, sozusagen die jetzt als Einheit verstanden wird. Und so kann man, wenn man genau hinsieht, sagen, die deutsche Nation wird sozusagen von diesen nationalen Ideen, denen 1870, 71 zum Sieg verholfen wird, allmählich geprägt und geschaffen. Und vor dem Ersten Weltkrieg ist sie sozusagen so da, dass selbst diejenigen, die von Bismarck hart diskriminiert worden waren, der politische Katholizismus oder die Sozialdemokraten, dass die doch auch trotz aller Verletzungen zur Nation gehören wollen. Das Problem ist dann, dass der Erste Weltkrieg sozusagen die Vorstellung von Nation und Nationalgefühl in einer extremen Weise steigert. Und zwar im Sinne, dass er auch integriert. Eine Nation im Krieg wird sozusagen durch ihre nationalen Ziele integriert. Aber der Nationalismus spaltet auch. Denn die damalige Linke und die klugen liberalen katholischen Kritiker sehen, dass dieser leidenschaftliche Nationalismus zu verhängnisvollen Folgen führen wird. Das führt zum Beispiel dazu, dass die SPD zerfällt in SPD und unabhängige Sozialdemokratie. An deren linken Flügel entsteht denn die KP. Und an denen kann man verfolgen, wie der Nationalismus auch spaltet. Aber das Land verliert. Nach riesigen Erwartungen, euphorischen Kriegszielen, Annexion im Osten bis vor Kiew, Belgien, Nordfrankreich, scheitert alles. Und dann kommt sozusagen eine Serie von Niederlagen nach der Kriegsniederlage, der Versailler Vertrag, die Reparationen, die Hyperinflation, die fast jeden erreicht. Und das erzeugt sozusagen einen ressentimentgeladenen Nationalismus, der etwas ganz anderes ist als dieser hochgestimmte, wir haben es geschafft, Nationalismus der 1870er, 80er Jahre. Derjenige, der diesen sozusagen erbitterten, ressentimentgeladenen Nationalismus am besten ausnutzt, ist Hitler. Denn die NSDAP, was immer man sozusagen noch dazu sonst sagen kann, zeichnet sich dadurch aus, dass sie im Augenblick der tiefsten Krise, als die Weltwirtschaftskrise seit 1929 die schlimmste Krise des westlichen Kapitalismus herbeiführt. Jeder dritte deutsche Erwerbstätige ist arbeitslos. 9 Millionen. Unvorstellbar. Es gibt keine Familie, statistisch gesehen, ohne Arbeitslose. Im Augenblick der tiefsten Krise hat ausgerechnet diese bayerische Exotenpartei den richtigen Mann am richtigen Ort, nämlich einen charismatischen Tribun, der von Millionen von Deutschen innerhalb kürzester Zeit sozusagen als Messias empfunden wird, der uns aus dem Tal der Tränen emporführen wird, der die Krise überwinden wird. Sie brauchen ja nur sich mal den Film von Leni Riefenstahl über den Parteitag des Willens von 1934 anzusehen. Nur die Gesichter zu studieren, die hatte die Erlaubnis, die Kamera hinter Hitlers Kopf zu führen. Das ist eine der vielen Sondergenehmigungen, die sie hat. Und deshalb haben sie genau die Gesichter, wie sie den Führer anstarren. Diese orgiastische Verzückung ein Jahr nach der Machtergreifung. Und so wird sozusagen ein Mann durch eine konservative Clique dann ins Amt getragen als Reichskanzler, dessen eigentliche Basis nicht die Partei ist, nicht eine antisemitische Bewegung, sondern eine nationalistische Massenbewegung, die sozusagen die Demütigung des Ersten Weltkrieges überwinden will. Das ist in meinen Augen der eigentliche Motor
Das hat Hitler ganz früh gewittert mit seinem politischen Instinkt und er bedient dieses Ressentiment in einer Sprache, die die Zeitgenossen nicht kannten. Wenn Sie mal ältere Filme sehen, dann sehen Sie so Stresemann und andere Politiker, die noch das Kaiserreich geformt hatte. Die stehen da gewöhnlich im Cut. Meistens haben sie noch einen Zylinder und reden sozusagen gemessen, wie sie das in ihrem Bankvorstand oder Unternehmen getan haben. Und dann kommt dieser Mann und schreit mit seiner heiseren Stimme, die Juden sind unser Unglück und wir müssen wieder Weltmacht werden. Und ich glaube, dass dieser Konsens einer radikalen nationalistischen Massenbewegung ihn trägt und er befriedigt die Erwartungen. Das hat ja die Zeitgenossen, die ihm kritisch gegenüberstanden, zur Verzweiflung gebracht, die Serie von Erfolgen. Remilitarisierung, Einmarsch ins Rheinland, Erfolg mit den Olympischen Spielen, Annexion von Österreich, sozusagen der große Traum vom Anschluss. Alles scheint zu gelingen. Nach 2 Jahren gelingt Deutschland als einzigem Industrieland die Beseitigung der Arbeitslosigkeit, wenn auch mit Hilfe der Rüstung. Aber das konnten die Arbeiter, die wieder regelmäßiges Einkommen hatten, auch nicht so sehen. Also es gibt eine Erfolgsserie, die Hitler, als er seinen 50. Geburtstag feiert, am 1. April 1939, und die Wehrmacht feiert ihn mit einer gigantomanischen Parade in Berlin. Und wenn Sie da sozusagen die Wochenschauaufnahmen sehen, wie die zu Hunderttausenden am Rande gestanden haben und geglaubt haben, also das ist der größte deutsche Politiker, den wir da erleben. Und dann kommt auch noch der Sieg über Polen. Also das Land, was in Deutschland am meisten nach dem Ersten Weltkrieg verhasst war, weil man Posen und Westpreußen verloren hatte. Dann kommt der Sieg über Frankreich. Und ich habe ja schon immer die These vertreten, wenn Hitler nach dem Sieg über Frankreich, also nach der großen Siegesparade in Paris, völlig freie Wahlen ausgeschrieben hätte unter Aufsicht des Völkerbundes, hätte er 99% aller Stimmen in Deutschland bekommen. So ist sozusagen der Such, wir sind sozusagen wieder nationale Hegemonialmacht in Europa. Na gut, dann brauche ich Ihnen sozusagen nicht die Niedergangsgeschichte zu erzählen. Am Anfang sieht das ja auch noch so aus, als ob da, bis zum Dezember 41, als ob das in Russland glücken würde. Und dann kommt zwar nicht der schnelle Niedergang, nie sind die deutschen Truppen weiter in Russland gewesen als im Herbst 42, als sie am Kaukasus stehen und der amerikanische Generalstabschef Marshall, der dann später als Außenminister den Marshallplan sagt, der sagt 43, wenn die deutschen U-Boote noch weiter so viel Konvois runterschießen, müssen wir das europäische Kriegstheater verlassen und uns auf den Krieg gegen Japan konzentrieren. Wir können das gegen die nicht durchhalten. Das wäre das Ende auch des englischen Widerstands gewesen. Also das ist offener, aber schließlich ist es nach 5,5 Jahren vorbei. Und nun ist die Situation so, dass es keinen Raum mehr gab für die Ausflüchte nach dem Ersten Weltkrieg. Sozusagen der Dolchstoß in den Rücken, die Heimat hat dem kämpfenden Heer den Dolch in den Rücken gestoßen. Das war die Legende von Hindenburg und Ludendorff. Wir hätten es fast geschafft, wenn wir noch ein bisschen länger durchgehalten hätten. Was hat man uns sozusagen unmäßig bestraft mit Versailles und den Reparationen? Davon ist nach 1945 nicht da, nach einem verlorenen totalen Krieg, ist die totale Niederlage so in jedermanns Bewusstsein, bis auf ein paar Unbelehrbare, wie sie ja heute auch noch in der NPD und anderswo rumgeistern. Aber für die erdrückende Mehrheit ist das ganz klar. Und in meinen Augen ist eben damals auch der Vulkan des deutschen Nationalismus, der sozusagen mit seinen Eruptionen Hitler auch getragen hatte, erloschen. Nun brauchen aber Menschen sozusagen ihre Loyalitätsbeziehung und die große Alternative wird Europa. Die Deutschen sind deshalb nach 1945 so leidenschaftliche Europäer, weil ihr Nationalstaat zertrümmert und gespalten ist, weil sozusagen alle Vorstellungen von Nation, Überlegenheit, Hegemonie radikal dementiert worden sind durch den Krieg. Aber es gibt ein unbeschädigtes Projekt. Das ist, endlich aus 2 Weltkriegen zu lernen und auf die europäische Karte zu setzen. Es kann ja sein, dass das eine Generationserfahrung ist. Also ich finde das immer noch ungeheuer attraktiv, aber für die letzte Assistententruppe, die ich hatte, war das selbstverständlich, dass sie in Europa
lebten und studierten und fuhren. Aber es war sozusagen nicht mehr das alte emotionale Engagement. Und wenn man dann noch in eine Phase kommt, wie jetzt, wo man sozusagen die schwächste Generation von Europapolitikern hat, dann zieht man sogar ernsthaft in Betracht, die Türkei aufzunehmen. Also, in den 60er, 70er Jahren setzt sich in Deutschland eine neue Bezeichnung durch. Und das ist die Vorstellung von einer postnationalen Gesellschaft. Das Wort stammt, wenn ich glaube, von dem Bonner Politikwissenschaftler Karl Dietrich Bracher, der ein berühmtes, zu Recht berühmtes Buch über den Untergang von Weimar geschrieben hat und danach vieles andere. Und bezeichnet eine Gesellschaft, die nicht mehr integriert ist durch den Nationsgedanken, nicht mehr fixiert ist auf den Nationalstaat, der war ja sozusagen zerlegt und zu einem Drittel verloren gegangen im Osten, sondern die sich unter anderen Gesichtspunkten organisiert. Und was ist an die Stelle getreten? An die Stelle getreten sind sozusagen die Versprechungen des Verfassungsstaates, der funktioniert. Das ist eins der großen Wunder, wie sozusagen schon in den 50er Jahren die Mehrheit der Bundesdeutschen bei den demoskopischen Umfragen zunehmend dafür votiert, also bis 60 sind es über 80%, dass die Bundesrepublik ein geglückter Verfassungsstaat sei, wo das politische System funktioniert, der Rechtsstaat funktioniert. Die Leute haben nicht das Gefühl, dass die Justiz korrupt ist, sondern abwägt und funktioniert. Und eine riesige Leistung, der Sozialstaat funktioniert. Wenn Sie sich überlegen, dass in die Bundesrepublik in wenigen Jahren 12 Millionen Flüchtlinge und Vertriebene einströmen, wenn Sie sich überlegen, dass die Bundesrepublik in wenigen Jahren 140 Milliarden Lastenausgleich mobilisiert, damit die sich nicht radikalisieren und das gelingt. Wenn Sie sich vorstellen, wie viele Millionen Kriegsverletzte, Alte, Beschädigte waren, die durch die dynamische Rentenreform auf einmal einen ganz ungeahnt positiven Lebensstandard gewannen seit 58, dann ist sozusagen die Leistung des Sozialstaates, ich glaube, sozusagen der eigentlich integrierende Zement gewesen. Kein Gesetz der Bundesrepublik ist populärer gewesen als die dynamische Rente von 58. Und das sind alles Leistungen, die sind unabhängig von Nationalstaat, von Beschwörung der Nation. Im Hintergrund gibt es immer noch die Vorstellung, ja, wir sind eine Solidargemeinschaft, wir haben den Krieg zusammengeführt und durchgestanden und wir, die Überlebenden, denen es jetzt besser geht, helfen denen, die geflüchtet sind und wir helfen den Alten, die nicht mehr sozusagen mit 30% ihres Einkommens, sondern auf einmal wieder mit 65% durch die dynamische Rente besser gestellt werden sollen. Das ist schon da, aber die Nationalisierung dieser Solidargemeinschaft tritt zurück. Dann muss ich gestehen, hatte ich große Sorgen 89, 90, weil ich dachte, das ist an für sich die optimale Situation für Unbelehrbare, jetzt wieder Nationen zu beschwören, nationale Interessen, das gab es auch. Vor allem ein paar Politikwissenschaftler sagten, jetzt können wir wieder als deutscher Zentralstaat nationale Interessen verfolgen. Das Erfreuliche in meinen Augen und die Leistungsfähigkeit der sozusagen westdeutschen politischen Kultur besteht darin, dass das in den letzten 15 Jahren sich nicht bestätigt hat. Die Deutschen haben mit einer erstaunlichen Gelassenheit sozusagen mit ihrer politischen Kultur, die sie in den letzten 50 Jahren gewonnen haben, diese Versuchung, die nationale Leier zu schlagen, abgelehnt. Bei den Wahlen ist es nicht gelungen. Ich sehe noch, wie Schäuble 94 ein Buch schrieb, um die Wahlen zu beeinflussen mit der nationalen Thematik. Hat keine Rolle gespielt, danach auch nicht. Und jetzt ist eben die große Frage mit der Renaissance, wovon hängt die ab? Also wenn Sie diese Vorgeschichte sozusagen im Abriss akzeptieren, hängt die Renaissance ab von großen fundamentalen Krisen, die den Verfassungs-, Sozial-, Rechtsstaat so in Frage stellen, dass die Menschen verzweifeln und dass sie auch kein ideelles Weltbild mehr haben, was sie sozusagen zusammenhält. So, das kann man sagen für das ehemalige Jugoslawien. Also ich musste da mal drüber arbeiten und habe gesagt, als Tito nur noch künstlich ernährt wurde, wenn der charismatische Partisanenhäuptling weg ist, kann das Land eigentlich nicht mehr zusammenhalten, weil die inneren Sprengkräfte zu groß sind. Dass es so schrecklich werden würde, habe ich mir auch nicht vorstellen können. Aber da ist sozusagen die Zerfallsgeschichte des gesamten Ordnungssystems. Und nachdem sozusagen
diese Pseudogewissheit des Staatskommunismus weg war und dann nackte Interessen miteinander kämpfen, steht es heraus, es ist die Beschwörung uralter Klischees. Die serbischen Partisanen haben die kroatischen Mitarbeiter des Dritten Reiches zu Abertausenden liquidiert. Bei Bleiburg wurden 40.000 Kroaten vor die Maschinengewehre geführt und ab mit ihnen tot in den Steinbruch. Deshalb war, was viele Westdeutsche nicht verstanden haben, der Schlachtruf der Kroaten immer Rache für Bleiburg im Zweiten Krieg gegen Milosevic. Umgekehrt gilt es dasselbe. Ne? Also haben sie sich abgemetzelt und das ist so ein klassischer Fall. Also ich will das jetzt nicht vergleichen mit der puritanischen Revolution in England und der amerikanischen, aber es ist ein klassischer Fall, wo sozusagen die große Krise zur Zerstörung des gesamten Ordnungssystems führt. Und es stellt sich heraus, es gibt kein verbindliches Weltbild, kein Ideensystem mehr, was sozusagen das irgendwie integriert und eine gewisse Toleranz nahelegt und ein friedliches Zusammenleben. Ich sehe auch nicht, dass das, dass dieser sozusagen Unruheherd so schnell befriedet werden kann. Vor allem glaube ich ganz und gar nicht, dass sozusagen das albanische Kosovo auf längere Zeit von einer Vereinigung mit Albanien ferngehalten werden kann, weil das ist sozusagen die eigentliche Motorik, Loslösung von den letzten Bindungen an Serbien. Und nun können die westlichen Mächte, die da noch ihre Truppen haben, eins nicht, was, wenn man das sozusagen jetzt mal hier abstrakt definiert, sie hätten nach der Besiegung der Serben im Kosovo ein Umsiedlungsprogramm organisieren können, alle Serben aus dem Kosovo raus und die Serben zu Albanien und das sozusagen unter internationalen Schutz stellen. Das wäre wahrscheinlich die einzige Möglichkeit gewesen, um sozusagen künftige Konflikte zu entschärfen. Nur muss man sehen, wie es weitergeht. Wenn es aber sozusagen jetzt um die deutsche Situation geht, läuft meine ganze Argumentation darauf hinaus, dass es in Deutschland trotz aller Folgelasten von Globalisierung und Umbau des Sozialstaats nicht diese fundamentale Krise gibt, die das Ordnungssystem in Frage stellt. Ja, alle Umfragen ergeben, dass der westdeutsche Bürger im funktionierenden Verfassungs- und Sozialstaat, nicht in den europäischen Institutionen, aber in den deutschen Institutionen sozusagen seine Stütze und seinen Halt findet. Und es ist auch keine sozusagen verzweifelte Situation, wie etwa in der Weimarer Republik, dass man auf die Karte eines radikalen Nationalismus setzt, um die Folgen des Ersten Weltkrieges zu überwinden. Sodass also meine ganze Argumentation darauf hinausläuft, es gibt Teile der Welt, die sind nicht gefeit gegen Ausbrüche eines sehr blutigen radikalen Nationalismus. Vor allem die Teile der Welt, in die der Nationalismus von den europäischen, amerikanischen Staaten exportiert worden ist. Und zwar in Gegenden, in denen es keine günstigen Voraussetzungen gab. Also denken Sie mal an Afrika oder Südostasien. Das sind Stammesherrschaften, die durch die Kolonialzeit haben die Europäer auf der Karte ihre Striche gezogen und haben gesagt, also das ist jetzt Deutsch-Südwest, das ist der belgische Kongo und die Striche gingen mitten durch Stammesgebiete hindurch und der Nationalstaat hat nur da funktioniert, wo es wie in Europa schon bewährte Staatlichkeit gab, die sich sozusagen noch den Mantel des Nationalstaates umwarf. Und deshalb glaube ich, ist das ein Export, der ganz und gar unangemessen ist für diese Gebiete. Ich glaube auch, dass sie ein Land wie Indonesien mit 2000 Inseln und 2000 Sprachen sozusagen nicht als modernen Nationalstaat organisieren können. Eine Möglichkeit wäre, wie die Schweiz, ein ganz föderatives System, aber das widerspricht sozusagen dem Ehrgeiz der politischen Elite, die will den homogenen Nationalstaat. Die einzige Ausnahme, und die fürchte ich, das ist China. Weil sie die chinesische Vergangenheit, und das tut die chinesische Akademie und tun chinesische Historiker, die können sie uminterpretieren, sozusagen die Erfolgsgeschichte der Han-Chinesen als nationale Vorgeschichte. Und dann vollendet sich das sozusagen jetzt in der Gegenwart. Und das ist eine Vorstellung, die ist durchsetzungsfähig. Aber abgesehen davon, glaube ich, ist man gut beraten, wenn man daran festhält, von Renaissance des Nationalismus zu sprechen, dass man immer fragt, steigern sich die Krisen zu einer fundamentalen Krise? Zerfallen die Weltbilder, die sozusagen die Gesellschaften zusammenhalten? Und wenn das nicht der Fall ist, dann gibt es sozusagen immer noch zig ordinäre Krisen,
aber nicht die Krise, die sozusagen einen militanten Nationalismus gebiert. Ich danke Ihnen sehr für die Geduld. Wir können das ja dann diskutieren.